Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Rainbow Six Siege Video bei mir auf dem Kanal. Und ich habe für euch heute 50 Alpha Packs zum Aufmachen und die sind alle von meinem Kanal, also mein Account. Deswegen sollte ich eigentlich fast alles bekommen, eben weil ich bis jetzt noch nie viele Sachen gekauft habe, außer die ich vom Season Pass eben bekommen habe. Und damit wir eben auch keine Zeit verlieren, tue ich gleich einmal hier das erste aufmachen. Ich hoffe, dass sehr viele legendäre oder epische Sachen dabei sind. Wir haben gewöhnlich. Okay, das war für die MP5 von Doc. Dann auch für die MP5 und Doc haben wir Ode. Auch gewöhnlich. Ich ziehe da einfach das alles direkt durch, außer sind eben Sachen, die ich eben berede, zum Beispiel wie das. Was aber leider ein Duplikat ist. Leider. Dann haben wir das nächste. Wieder Totenkopf. Das haben wir gerade als erstes gezogen. Dann etwas Seltenes. Invasoren für die Pistole von Buck und Frost. Okay, habe ich noch nicht gehabt. Dann geht es auch schon direkt weiter. Ich hoffe mal, dass bei diesen 50 Packs endlich mal ein Black Eyes dabei ist. Velvet Shell bekommt Verdeckung für ihren Bandit. Nächste gewöhnliche. Ungewöhnliche, Entschuldigung. Für die Shotgun von die Franzosen. Düsteres Kerbholz für Mira. Kann man lassen. Oh ja, sieht geil aus. Oh ja, kann man lassen. Mal episch. Royal habe ich leider schon. Die habe ich mir damals alle gekauft, wie sie zum Kaufen waren für, ich glaube, Rainbow Six Credits oder so. Das war am Anfang von Jahr 1. Waldgebiet für die Deal. Kommt schon. Kann doch nicht so lange dauern, das zum Aufmachen. Dann haben wir Red Crow für Carvera. Okay. Und für die Leute, die es nicht wissen, diese ganzen Red Crow, Velvet Shell und die, wie die heißen, die Kopfverdeckungen sind normalerweise kosten die Rainbow Six Credits, aber hier bekommt man die einfach, ja, wenn man das Pack aufmacht. Deswegen würde ich mir die nie im Leben kaufen, einfach diese Packs, wo man nur die Kopfverdeckungen kriegt von der jeweiligen Season. Wenn man die nämlich eh hier auch bekommen kann. Molokai. Okay, die sieht jetzt, die gefällt mir nicht wirklich, die Tarnung. Ich finde aber, dass das langsam sehr lange dauert, das mit dem Aufmachen. Okay, Knochen von für Castle. Die sieht nice aus. Gibt es nicht auch so eine ähnliche für Jäger? Auch mit so einem Bandana? Ich glaube schon. Wer Wellen haben wir für Smoke? Gefällt mir nicht wirklich die Tarnung. Geht schon mal rauf. Auch etwas Ungewöhnliches. Wolf für IQ Kommando. Die sieht aber cool aus. Die sieht aber wirklich cool aus, dass das nur gewöhnlich ist. Die sieht cool aus. Ich nicht, dass die gewöhnlich ist. So. Schauen wir direkt mal weiter mit den nächsten Packs. Rakete für das LMG von die Russen, weil man muss jetzt sagen, wir sehen das ja hier unten, dass jetzt eben auch für Finker das ist, deswegen nennt ich Russe und nicht nur Fuse, weil ihr Finker diese Maschinengewehr auch benutzen kann. Dann Hauch des Tigers für die Shotgun von Frost. Komm schon. Das irgendwie will ich meinen, dass es auf dem PC schneller geht zum Aufmachen. Was ist denn das hier für Montagne? Das sieht aus wie Boba Fett, Boba Fett oder wie der heißt von Star Wars. Das sieht ja richtig nice aus. Leck mich am Arsch. Sieht der geil aus. Für die Waffe von Nibana, nicht der Rede wert, gibt es bessere Tarnungen. Obwohl die selten war, die relativ scheiße ausgesehen. Dafür die AK ist auch nicht der Rede wert, ist auch irgendeine. Dann auch wieder was Weißes natürlich.
Kona. Das sind so wie Hawaii-Hemden, kommt mir das vor, diese Tarnungen. Von die Blümchen, Blumen. Korkenzieher-Talisman. Ja, ich trinke gerne Wein, also so verkehrt ist das gar nicht. Gelbfinne. Die sieht nice aus. Die Tarnung. Die sieht echt nice aus. Aber ob die legendär gerechtfertigt ist, das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Da müsste man sich jetzt drüber streiten. Dann haben wir Libre für Twitch. Werde ich aber nie im Leben aufsetzen. Die ist jetzt scheiße aus, die Kopfbedeckung. Dreifach Helix auch für das LMG. Sieht besser aus als die andere. Soll ich das jetzt auch? Ich werde die aber mit X immer öffnen, weil dann geht schneller. Maui. Natürlich sind das so Hawaii. Oh ja, es sind so Hawaii. Ja, Tarnungen, Skins. So wie diese Hawaii-Hemden. Velvet Shell für Doc. Ja, sieht nicht einmal so schlecht aus, die Tarnung. Sind das. Ey, das sind da auf dem Helm die Tarnung sind Tänzerinnen verschiedener. Das sehe ich erst jetzt. Kann man machen? Kann man machen. Ey, ich bräuchte ein bisschen mehr blau, lila, gelbe Sachen. Schall für die Amerikaner. Nee. Red Crow, die sieht besser aus. Wie heißt es für Blitz? Ich finde die Red Crow sieht besser aus als die Velvet Shell. Jetzt hätte ich gelacht, wenn das alles so Hibana-Teile wären, so wie gerade eben das bei der Velvet Shell-Ding. Wenn das alles so Fidget Spinner wären. Boah. Ubisoft kann in die Zukunft schauen. Fidget Spinner als Kopfbedeckung. Sapiens. Meh. Selten endlich mal. Oh, und ein Duplikat. Really? Können wir uns direkt noch ein paar Alphabets kaufen, wenn da hier zu viel Ansehen doppelt ist. Mal schauen, wie viel sich da ausgeht. Schwarz. Sieht aber geil aus. Schwarze. Ah, da sieht man eh die Spinne. Spinnen. Selten. Fetcher Chibi, jawohl, sieht aber nice aus. Ich glaube sogar, dass sie die ein bisschen geredesignt haben, die Chibis. Die schauen cool aus jetzt, nämlich mehr so Comic-like. Zap. Und die Tarnung ist weg. Nein, es sieht nicht gut aus. Also mein Geschmack trifft es nicht. Und ein Duplikat. Mich wundert eigentlich, dass ich, obwohl ich so wenige Waffenskins habe, dass ich trotzdem noch, ja, so also Dings kriege, eben Duplikate. Und hier für. Wer benutzt wirklich bei Echo und bei Hibana die Pistole? Es benutzen alle die MP. Was bringt mir die Tarnung? Skull Rain für Cavaera. Selten. Kanada. Die hat es mal extra gegeben zum Kaufen, glaube ich, für Rainbow Six Raid, diese Kanada-Dings. Tarnung. Kann man lassen. Velvet Shell für Ash. Und wir sind. Nummer 9 haben wir. Ehrlich jetzt, so schnell ist das gegangen? Und nur 2, 3 legendäre und epische? Ist ein bisschen lahm. Oh. Und die Tarnung auch, ja.
Geht schon. Mach weiter. Oh, es ist so ein bisschen blau, lila und Velvet Shell wieder. Meh. Es soll mehr bunte Sachen kommen. Nicht nur mehr weißes und schwarzes. Obwohl die nice aussieht, die Tarnung Templer. Die sieht nice aus. Ja, und unten rechts sieht man hier schon für Lion, Doc, Rook, Montagne und für Twitch. Da haben die fix das erweitern müssen wegen Lion. Selten. Jade, auch für die Franzosen. Da würde ich aber die andere lieber nehmen. Den Revolver natürlich nehme ich immer mit. Weiß. Velvet Shell für Capitao. Meh. Capitao ist ein bisschen so classic, ist so. Ja, Kavalier. Oh, Hamburger. Okay, die ist geil. Ich verstehe mir zum Beispiel nicht, so Waffendesigns, die wirklich so detailliert designt sind und wirklich was überlegt wurde, die sind schwarz, weiß, blau und wirklich die, zum Beispiel wie bei der Twitch-Dings gerade vorher, die ist einfach nur hingemalt, ist zwar trotzdem cool, aber da gibt es andere, die sind weiß und sehen viel besser aus. Also wer diese eingerankt hat, weiß ich nicht wirklich, was das soll. Kansas für Twitch. Nein. Mm-mm. Maui. Okay. Rumpf für Valkyrie. Die sieht aber nicht schlecht aus. Die kann man... Schon wieder, die finde ich zum Beispiel extrem geil. Also extrem geil, ich finde die schon nice. Und die ist nur weiß. Nice weiß. Ja. Bubisoft halt. So, okay, wie viele können wir uns dann noch für Dings kaufen? Natürlich nur ein Alphabet. Nein, das zahlt sich nicht aus, da spare ich lieber wieder ein bisschen und bringe ich mal wieder ein richtiges, gescheites Opening. So, das waren 50 Alpha-Packs mal wieder. Alles auf meinen. Wir hatten zwar nur 2-3 Duplikate, Gott sei Dank. Aber halt. Ja, mit den Waffenskins, wie viele Waffenskins habe ich jetzt eigentlich schon? Natürlich nicht für jede Waffe. Das sind eigentlich eh wenig Waffenskins. Diese ganzen universellen habe ich nie gekauft. Und hier sieht man ja auch, die könnte ich mir auch kaufen, aber warum soll ich da jetzt unnötig Geld ausgeben? Ja. So, und dann, ja, war es das eigentlich schon wieder von mir mit diesem Opening, mit diesen, ja, 50 Packs. Leider nur ein paar Sachen, also nur ein paar, ja, legendäre und epische dabei. So, okay, das war es eigentlich schon wieder mit dem Video von mir. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat und abonniert für mehr Rainbow Six Siege Videos. Danke, ciao und tschüss, euer Schau6.